fuck war das gerade? So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder ein kleines Tutorial und heute geht es um Arma 3 Stalker bzw. Arm Stalker. Heißt es, es gab ja früher Arma 3 Stalker. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Namen ist oder ob es da rechtliche Unterschiede gibt oder ob das einfach ein anderer Modder war. War RP, da gibt es ja Videos von Moonlight 7 und jetzt gibt es seit kurzem einen Arma oder Arm Stalker Mod quasi, auch mit eben wieder verschiedenen Sachen. Und das Ganze ist PvP im Stil von Breaking Point, sage ich jetzt mal. Es gibt verschiedene Fraktionen, die sich eben wie bei Breaking Point untereinander töten sollen oder nicht töten, je nachdem wie RP-lastig es ist. Im PvP wird es wahrscheinlich relativ egal sein, aber rein um den Grundgedanken der Mod zu wahren, gibt es jetzt zum Beispiel dann Banditen, kann den töten, kriegt dann Pluspunkte oder eben die Trophäen, die er dann eben in der Safe-Zone beim Trader verkaufen kann. Der andere kann Anomalien, irgendwelche Relikte einsammeln, kriegt dafür dann Geld. Aber wenn ihr dazu genau Fragen habt, dann kann ich euch nochmal die Seite raussuchen, wo das alles genau drin steht, auf Englisch. Es war ein Wunder, dass es gibt. Hier ist die Originalseite armstalker.com, die ist auf alles auf Russisch, quasi auf Kyrillisch. Hier müsst ihr zum Glück euch nicht durchkämpfen. Ich habe mich hier schon ein bisschen durchgekämpft, aber ich habe euch jetzt alles mal zusammengesucht. Und zwar geht ihr, um den Mod zu spielen, geht ihr auf den Steam Workshop und sucht einfach Armstalker. Dann kommt hier Armstalker Warzone 2,5 Alpha Test. Da könnt ihr dann auf Abonnieren gehen. Das lädt dann runter. Das sind, glaube ich, circa 7 GB. Ich weiß es nicht genau, ob das jetzt richtig ist. Hier steht 1 GB. Aber ich weiß nicht, was es noch alles dafür runterlädt. Bei mir war es, glaube ich, mehr. Des Weiteren braucht ihr das Task Force Radio. Das könnt ihr auch einfach hier dann im Workshop abonnieren. Dann startet die Arma 3. Dann kommen hier die zwei Sachen. Hier bei dem Task Force Radio lädt es dann noch oder empfiehlt es, eine CBA-Datei runterzuladen. Die habe ich auch runtergeladen, aber mit der kommt ihr dann nicht drauf. Also ihr dürft nur dieses Task Force Radio so aktivieren. Da muss ich noch rausfinden, wie das dann wirklich funktioniert, weil so kommt ihr auf den Server, aber es funktioniert noch nicht richtig. Oder ihr müsst dann ins TS, egal. Auf jeden Fall die zwei Sachen müsst ihr dann, die ihr quasi abonniert habt, gerade aktivieren, sonst nichts. Dann geht ihr auf Spielen. So, kurz auf Arma 3 warten. Ich habe mich mit dem Stalker schon länger mal beschäftigt und habe jetzt gedacht, im PvP, gerade mit der Atmosphäre von Stalker in Tschernobyl und so, muss richtig fett sein, stelle ich mir richtig fett vor. Deswegen habe ich mich da jetzt mal ein bisschen mit befasst. Und ja, jetzt startet es gleich in dem eigenen Optik alles. Ist halt jetzt alles auf Kyrillisch. Da kommt mit Sicherheit noch eine englische Übersetzung oder irgendwas, aber sehen wir dann. So, dann gehen wir auf Multiplayer. Dann auf Direct Connect. Hier, das kann ich euch in die Videobeschreibung noch rein, ist die Serveradresse, der Port. Einfach eingeben bei Direct Connect, dann könnt ihr auf Join und dann kommt hier der Server. Und jo, 74 Spieler sind drauf, dann joinen wir gerade mal drauf. Ich bin extrem gespannt. Ich habe jetzt das Spiel noch nicht gespielt, also ich habe jetzt eben erst drauf gejoint, dass es auch alles sicher geht, damit ich euch das gleich erzählen kann, wie es geht. Weil ich habe jetzt einige Stunden schon damit verbracht, eben mich da durchzukämpfen. Wenn ihr Tipps habt mit dem Taskforce oder wie das funktioniert, dann schreibt es in die Kommentare. Jetzt ist natürlich gerade blöd, es ist so wie es aussieht, doch sind noch Slots frei. Also ihr müsst als Zivilist joinen. Sind hauptsächlich Russen natürlich drauf. Ich denke, dass dieser Mod wird hier auch noch ein bisschen gehypt. Ist jetzt auch wirklich gerade aktuell. Aber Close, ja, hier. Aber es wird natürlich nicht so extrem gehypt, denke ich, weil es einfach Stalker ist. Es kennen ja auch nicht so viele. Aber es ist halt einfach richtig geile Atmosphäre mit den ganzen Phänomenen und was man da dann eben noch dazu kommt. Und das Ganze dann noch mit Arma 3 PvP kombiniert, ist in meinen Augen richtig nice. Hier sind jetzt die verschiedenen Fraktionen. Es gibt den Freedom, es gibt den Duty, Monolith, Bandit, Stalker. Ich gehe jetzt mal auf Bandit. Und jo, hier ist mein Charakter. So eine abgesägte Schrotflinte. Also so wie das aussieht, könnt ihr immer mit dem Server, wenn ihr drauf geht, entscheiden, welche Rolle ihr spielt. Den hier habe ich tatsächlich vorher schon gespielt und habe auch diese Schrotflinte schon eingeladen.
aufgesammelt. Ich bin hier in... Jetzt hänge ich hier drin fest, GG. Ich bin hier in so einer Stadtzone. Ich vermute mal in Newbie Village. Die Karte ist extremst groß. Und... ja. Also, dass ihr jetzt quasi auch einfach eine andere Fraktion spielen könnt und den... euer anderer Charakter bleibt bestehen. Das ist keine Garantie, vermute ich nur jetzt, weil ich gerade auch wieder in die Spielauswahl gekommen bin. Jetzt muss ich mal gucken. Also seht schon überall so Müll, Schrott. Da hinten ist Gift, Gas oder und dann immer so Anomalien und sowas. Die Atmosphäre bin ich mir auf jeden Fall extrem gespannt, wie das sich hier auswirkt. Jetzt muss ich mal gucken. Also der Loot liegt auf dem Boden hier. Bin natürlich auch gespannt auf den ersten PvP-Kontakt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, beziehungsweise ob ihr da Bock habt, mehr zu sehen. Und natürlich, wenn ihr Fragen zum Download oder sonst irgendwas, um auf den Server zu kommen, habt, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, beziehungsweise geholfen hat, freue ich mich auch natürlich riesig über einen Daumen nach oben. Ich komme jetzt hier raus, wahrscheinlich ist jetzt hier die Safe Zone oder was auch immer vorbei. Performance-technisch und ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, dass man so ein bisschen verschwommene Sicht hat. Vielleicht ist es auch einfach nur die Anomalien und Strahlungen oder einfach für das Feeling. Hier ist sowas. Das sieht auf jeden Fall krass aus. Ich muss mich dann auch noch ein bisschen reinarbeiten, wie alles genau funktioniert. Braucht dann mit Sicherheit auch noch eben eine Gasmaske oder irgendwas gegen die Strahlung. Jo, aber ich sag mal, hoffentlich hat euch das Video gefallen, hoffentlich gefällt euch der Mod. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es in die Kommentare, gebt dem Video einen Daumen hoch. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.